Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines, Green Cities, Master Sit und Co. hier bei Heisenberg zockt. So, es dreht sich. Hihi. Und das ist auch gut so. Ja, optisch. Ich weiß nicht recht, aber ich finde schön, dass man es überhaupt machen kann. Und es ist natürlich verkehrstechnisch dann doch eine relativ gute Erfindung, so ein Kreisel, selbst in dieser Höhe. Ich weiß noch früher irgendwie, bei uns gab es irgendwie nie Kreisel, die gab es immer nur in Österreich. Und ich dachte immer da schon, warum machen wir nicht die Kreisel auch hier? Die machen ja durchaus Sinn. Dann sind sie irgendwann hier auch auf die Idee gekommen und seit daher fließt eigentlich der Verkehr bei uns hier in der Realität auch ganz vernünftig. So, cool. Lassen wir mal so. Hier unten bauen sie eh schon. Wir werden hier sicher noch ein bisschen mehr machen. Ganz cool wäre natürlich, wenn hier Wolkenkratzer wären. Dass sie hier so um die Wolkenkratzer rumdüsen. Das gucken wir uns dann mal an. Ich glaube nicht, dass das hier Wolkenkratzer werden, aber wir haben ja noch Mods. Da können wir auch was machen. Und sonst machen wir hier irgendwie ein IT-Cluster hin. Dann schießen sie dann sowieso automatisch hier raus. Gut, wir müssen mal hier runter, denn es gibt ja noch ein kleines Problem. Habe ich gelesen, und zwar die Autobahnausfahrt beim IT-Cluster 2 und 3 ist nicht angeschlossen. Stand in den Kommentaren, dazu stand noch von jemand anderem. Danke dafür. Der Anschluss liegt dann unterirdisch, nur für den Fall, dass du den dann suchst. Ja, diesen Fall hätten wir mit Sicherheit. Danke für den Hinweis. Unterirdisch, das wäre wahrscheinlich, würde man behaupten, das müsste eigentlich hier sein. Wenn wir hier zur Straße gehen und dann mal runter, dann sehen wir Folgendes. Okay, das geht hier auf die Autobahn und hier ebenfalls. Ja, hier, da fehlt die Abfahrt im Prinzip. Wo haben wir denn Platz? Wir könnten irgendwie nach hier hinten von der Seite aus und von der Seite gehen wir. Können wir mal gucken, ob wir hier rauskommen? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Unterirdische Bäumchen möchte ich nicht. Wir machen das mal so. Hier mit einer Kurve. Das haben wir eigentlich eingezeichnet. Ja, das geht sogar. Okay, machen wir hier hin. Kommen dann hier aus der Erde raus. Das wäre dann hier. Und gehen da in die Straße rein. Das wäre mal Nummer uno. Dann gehen wir wieder runter. Schnappen uns das hier und gucken mal, ob wir... Ja, das geht auch. Wir machen das mal so, dass wir das ein bisschen anders krümmen. Moment. So. Und dann hier reingehen. Allerdings natürlich wieder oberirdisch. Zack. Wunderbar. Hätten wir das auch gemacht. Danke für den Hinweis. Das muss ich zugeben. Das hätte ich jetzt schlicht und einfach nicht gemerkt, dass das nicht angeschlossen ist. Aber jetzt mal gucken, was das hier bewirkt. Ob das auch genutzt wird. Ich hoffe es mal. Und sonst sind sie selber schuld, wenn sie lieber im Stau stehen. Ja, dann sollen sie mal im Stau stehen. Haben wir Nachfrage? Nein, nicht massiv. Das heißt, wir gehen mal nach hier oben. Denn ihr ahnt, was kommt. Genau. Mir hat hier zu wenig Wässerchen. Da müssen wir nochmal einen Schluck Wasser dazu tun. Warum ist das nicht geblieben? Das frage ich mich gerade. Das gibt doch dann im Prinzip so eine Quelle, wenn man mit der Mod hier was macht. Also sprich, dass da das Wasser eigentlich immer stehen bleibt, oder nicht? Wir machen hier mal nochmal ein bisschen was rein. Nicht allzu viel natürlich. Okay, das müsste reichen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht... Oh, das sieht ja schon wieder... Nee, es geht. Da kommt doch nicht so viel. Das sah gerade ein bisschen so aus, als, könnten die da unten schon mal zusammenpacken. Nee, das geht. Das bisschen Wasser hier, das ist üblich. Aber der Nachteil davon ist natürlich wieder, das wird nicht viel bringen. Aber jetzt müsste doch hier unten so eine Art Quelle entstehen, dachte ich. Dass hier eben permanent Wasser gepumpt wird. Und eben dann unseren Kanal hier auch permanent mit Wasser versorgt. Aber dem ist wohl nicht so. Kommt das hier auch noch daher? Ja. Das funktioniert auch gut. Ist keine Quelle. Das ist... was macht hier meine Maus? Das ist irgendwie... Ja, irgendwie ist es zu wenig. Sagen wir es mal so. Ich neige dazu, hier gleich nochmal was zu installieren. Auch auf die Gefahr hin, dass wir dann tatsächlich zu viel Wasser haben. Das würde zwar... Es würde passen, aber dann müsste hier tatsächlich jetzt permanent Wasser kommen. Kann zwar schon sein, dass das hier jetzt so ist, einfach in dem Grad, den wir jetzt gemacht haben. Also eben nicht mit allzu viel. Wenn das hier noch zusammen käme. Und hier kommen sie auch nicht wirklich rüber. Also hier unten fehlt noch ein bisschen was. Beziehungsweise hier oben.
Das können wir mal lassen. Das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt hier oben nochmal Wasser machen. Wir machen aber auch hier oben Wasser. Wir machen es einfach. Ich wollte gerade sagen, dann gibt es da unten dann wahrscheinlich auch zu viel. Wir machen halt wieder so wenig, wie wir hatten. So, mal gucken. Ja. Sieht schon immer sehr bedrohlich aus, das Ganze. Aber man sieht, das müsste eigentlich auch geklappt haben, dass wir nicht zu viel erwischt haben. Dann kann sich das jetzt hier auch verteilen. Wenn wir halt da unten hier in diesem Bereich ein bisschen Überschwemmung haben und wir haben hier ein bisschen Überschwemmung, das tut niemandem weh, da ist nur die Autobahn, das können die verkraften. Aber man sieht jetzt hier eben, die Quelle ist weg. Also das ist in dem Sinn keine Quelle, das versandet wieder und das ist natürlich doof, weil ja, kein Wasser fließt aufwärts. Wir können das hier nicht aufrechterhalten, dass hier Wasser drin ist, wenn wir da nicht irgendwie eine Quelle hinkriegen. Das ist ja komisch, weil hier beim See, guck mal, irgendwo hier sieht man doch relativ deutlich, dass hier immer Wasser daherkommt. Oder wo war das denn? War das in der letzten Map? Das kann natürlich auch sein. Ja, das war da wahrscheinlich. Da kommen die Ausläufer von hier hinten. Das tut uns nicht weh. Das wird wieder verdunsten. Ich guck mal nochmal. Hier kann man definitiv nichts machen. Und das hier ist einfach die Meereshöhe verschieben. Das bringt überhaupt nichts. Wir können nicht die Meereshöhe bis nach hier oben verschieben, weil sonst haben wir hier überall Ozean. Das ist auch irgendwo klar. Funktioniert nicht. Wir gehen mal raus, bevor ich hier aus Versehen noch den Meeresspiegel erhöhe. Das macht leider ja in der Natur, in der Realität die Natur eh schon. Das müssen wir hier jetzt nicht auch noch machen, diesen Fehler. Okay, können wir glaube ich so stehen lassen. Wir gehen nachher nochmal gucken. Jetzt haben wir immer noch keine Nachfrage. Dann würde ich gerne nochmal kurz zu unserem Kreisel gehen, wenn ich ihn finde. Und hier tatsächlich das machen, was ich wollte. Nämlich Hochhäuser haben. Sollen wir eine Mod reinstellen? Ich würde sagen, ja. Wir machen mal Pause, damit sie nicht gleich wieder bauen. Schnappen uns mal den Bagger. So, nehmen das weg. Die Straßen lassen wir. Und gucken mal, ob wir hier nicht irgendwie ein schönes Hochhaus hinkriegen. Was haben wir denn hier alles? Haben wir hier irgendwo ein schönes Hochhaus? Das wäre noch die Grundvoraussetzung. Transportturm. Schade, passt nicht. Oder wenn ich ihn drehe? Ne, da gibt es nichts zu drehen. Passt nicht. Ich teste die jetzt einfach mal. Was ist das Schönes? Historical Market Hall. Wow. Werden wir gleich mal auch noch angucken. Passt auch nicht hier rein. Das liegt aber, glaube ich, primär daran, dass da die Straße im Weg ist. Wir müssen mal nochmal gucken. Können wir hier irgendwas machen mit dieser Straße? Das können wir tatsächlich, indem wir früher hier unten wieder reingehen. Also einmal Straße. Die hier. So, dass wir hier rüber gehen. Zack. Und das Teil kappen. Dann kommt das Haus da zwar auch weg, aber okay. Jetzt haben wir hier wenigstens den Platz. So, nochmal zurückgehen. Passt leider immer noch nicht. Passt leider auch immer noch nicht. Moment, den brauche ich nochmal. Passt auch nicht. Die haben alle eine zu große Ausdehnung. Mal gucken, haben wir hier nochmal was? Eine Kirche. Ort ist bereits... Ach, jetzt lese ich es erst. Okay, kein Bau auf Wasser möglich. Wir haben hier noch ein bisschen Überschwemmung. Gut, dann mach mal. Jetzt aber hier nichts mehr hinstellen, bitte. Jetzt ist das Wasser weg. So, nochmal Pause machen und jetzt testen wir das mal nochmal. Ort ist bereits belegt. Womit denn? Da haben wir halt immer noch Wasser. Ich muss tatsächlich nochmal ein bisschen laufen lassen. So, jetzt geht's langsam weg. Da hinten. Jetzt haben wir es aber, glaube ich, tatsächlich weg. Ich versuche es nochmal. Pause. Das geht da nicht. Bauen die hier schon wieder? Org. Das ist ja kaum zu glauben. So, weg mit dir. Und jetzt nochmal gucken. Also die Kirche geht nicht. Dann geht das Teil hier wahrscheinlich auch nicht. Wie sollte das auch funktionieren? Da müssen wir uns nochmal weiter umsehen. Das ist alles viel zu massiv hier. Geht auch nicht. Auch zu massiv. Auch zu massiv. Ich teste die jetzt einfach mal alle durch, weil ich möchte hier eigentlich tatsächlich einen Wolkenkratzer haben. Aber ich glaube, wir müssen dazu übergehen, dass wir hier einfach Zikkuratgarten, den hatten wir glaube ich auch schon, dass wir hier einfach nochmal einen IT-Cluster machen, einen ganz kleinen. Dann können sie selber gucken, ob sie hier noch was rauskriegen. Das würde heißen, wir müssten hier Büros machen. So, mal schauen, ob das klappt. Büro. Und dann machen wir hier einen Mini-Stadtteil. Oder ist das hier auch IT-Cluster? Das wäre natürlich noch praktisch. Dann müssten wir den einfach noch hier hinziehen.
Und da machen wir noch ein bisschen Gewerbe hin. Ich muss mal gucken. Momento. Testgelände IT-Cluster, tatsächlich. Der geht hier sowieso durch den Kreisel durch. Also das müsste passen. Da müssen wir gar nichts mehr machen. Da müssen wir nur laufen lassen. Machen wir das mal und gucken, was sie hier hinstellen. Ich weiß halt nicht. Sie können natürlich nicht unten breit und dann weniger hoch hier oben. Das wird nicht funktionieren. Aber vielleicht, dass sie so ein schmales, irgendwie so ein Gebäude hier, irgendwie hier noch dazwischen kriegen. Und sonst, ja, schauen wir mal. Irgendwas werden wir hier schon dazwischen hängen können. Sie bauen aber auch gerade nicht, weil wir eben keine große Nachfrage haben. Eingezeichnet wär's. Da können wir nicht mehr viel machen, außer ein bisschen Geduld haben. Ich würde sagen, wir machen mal was anderes und gucken nachher hier nochmal kurz vorbei, ob da tatsächlich vielleicht sogar etwas steht. Wir haben leider keine große Nachfrage. Wir haben auch nicht Millionen übrig, um hier mit den Mods zu basteln. Das war hier die Skyline noch ein bisschen erhöhen. Aber dann würde ich sagen, machen wir doch einfach nochmal ein bisschen Sightseeing. Beziehungsweise hier unten sieht man, die haben hier ein Müllproblem. Ja, da sind Müllwagen unterwegs. Da können wir nicht viel machen. Weil wir sowieso... Irgendwie fährt hier die ganze Zeit meine Map davon. Was gibt das denn, wie es fertig ist? ja, da können wir nicht viel machen. Wir müssen mal gucken. Die Speicher. Verarbeitung, das ist hier x-mal höher. Produktion. Hier Müllverbrennung ist auch x-mal höher. Wagen haben wir auch. Wir könnten höchstens mal kurz das Budget erhöhen. Budget für Müllwagen. Da sind wir eh schon hier oben. Dann schicken wir die in der Nacht auch mal noch raus. Das ist schon der Müll, jawohl. Gut. Machen wir zu. Und ja, gucken, schon wieder fährt's. Irgendwie kann das sein, dass meine Tastatur langsam hier in die Brüche geht. Denn wenn ich hier loslasse, dann fährt das Ganze trotzdem noch weiter. Das sieht für mich ein bisschen so aus, als wären dann die Tasten schon wieder durch. Ja, das hat ja viel gebracht hier. Ich gucke mal nochmal schnell hier unten. Wo ist der Kreisel? Da. Oh lala. Ja, schaut mal. Genau sowas wollte ich haben. Das ist doch nett. Das ist zwar irgendwie wirklich nicht schön für die Leute, die hier wohnen. Also hier frühstücken kann es irgendwie nicht sein. Wenn man dann hier rausguckt und ja, man sieht einfach nur, wie die Lastwagen um einen rumdüsen. Aber das ist vom Spiel her genial. Genau das wollte ich. Genau so wollte ich es. Cool. Okay, jetzt wäre es noch schön, wenn das hier hinten halt irgendwie noch in irgendeiner Form klappen würde. Wenn wir hier ein C machen, bringt das was? Eigentlich auch nicht wirklich. Oder vielleicht geht es halt nicht, dass wir das Wasser hier drin spawnen lassen. Oder beziehungsweise, dass eine Quelle entsteht im Kanal drin. Dass das aber nicht funktionieren kann. Wisst ihr was, wir machen hier mal einen kleinen Bergsee hin. Einfach als Test. Zack. Pinselgröße ist okay. Stärke müssen wir zurück. Sonst gibt es hier ein riesen Loch. Wir kennen es. Dann landen wir wieder... in Australien. Jetzt muss ich aber nochmal schnell lesen. Absenken mit der sekundären. Das wäre die hier. Aha, dann wird es viereckig. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Wir hätten es dann schon gerne ein bisschen rund. Okay, hier wieder rauf. Da kommt das Wasser eh schon daher. Auch nicht schlecht. Ja, das gefällt mir auch besser. Aber hiermit dürfte es tatsächlich noch größer sein. So, primär wichtig ist die Stärke, die man einstellt. Okay, einfach so einen richtig schönen Bergsee. Die Stärke ist mir fast zu derb. Moment, nochmal zurück. Okay, besser. Und dann im Prinzip hier rein. Da müssen wir den Kanal dann einfach reinziehen. Und dass wir jetzt die Quelle halt hier drin setzen, dass das vielleicht funktioniert. Ist das hier elend tief? Nee, das ist einfach ein bisschen tief. Das ist aber schon okay, dann können wir auch ordentlich Wasser reinhängen. So, Kanal. Der würde von hier reingehen, wenn das irgendwie funktioniert. Oder von hier da rein. Okay, und hier auch noch gerne ins Loch rein. Geht nicht, so bringt aber der Kanal dann irgendwie auch nicht wirklich viel. Lass mich nochmal gucken. Ah doch, der ist ziemlich unter der Erdoberfläche. Das funktioniert. So, Wasser. Jetzt bin ich selber gespannt. Also, hier unten rein. Dann gerne ein bisschen höher. Ja, ich würde mal sagen, bis etwa hier hin. Und jetzt mal gucken, was hier daherkommt. Eine ordentliche Wand. Da türmen sich die Berge auf. Allerdings nicht die richtigen, sondern die Wasserberge.
Und das wird wahrscheinlich zu einer Überschwemmung führen. Aber eben, die Grundidee ist halt, dass hier tatsächlich eine Quelle entsteht, die dann hier den Kanal die ganze Zeit mit Wasser versorgt. Anders funktioniert es nicht. Weil das Wasser da unten kommt nicht hier hoch und das Wasser hier, das kommt da auch nicht hoch. Das kann nicht aufwärts fließen, das geht aber nicht. Nicht mal in einem Spiel. Ah, das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Also das gibt nicht eine riesen Überschwemmung, das gleicht sich hier aus. Jetzt wäre es halt eben einfach schön, wenn hier permanent Wasser fließen würde. Dann würde das nämlich klappen, dass hier auch Wasser runterfließt. Werden wir mal im Auge behalten. Wir haben wieder ein bisschen Nachfrage. Zwar nicht unbedingt allzu viel, aber ein bisschen haben wir. Nach Industrie. Das heißt, ich würde hier glatt mal gerne nochmal ein bisschen Öl gewinnen. Und das machen wir mal hier oben Richtung Bahnhof. So, das ist alles Ölindustrie. Gewerbe haben wir auch ein bisschen Nachfrage. Da stand auch mal noch in den Kommentaren. Ich soll das doch nicht immer so segmentweise machen. Also sprich, jetzt hier ist Industrie, hier die, hier das Gewerbe, hier unten die Wohnungen, sondern das Ganze auch ein bisschen mischen, dass das realistischer ist. Das können wir eigentlich machen. Das versuche ich mir mal anzugewöhnen. Ich habe sonst halt wirklich nach SimCity-Tradition im Prinzip immer einzeln gebaut, also sprich die Abschnitte. Aber das kann man natürlich tatsächlich durchaus mischen, denke ich mir mal. So, habt ihr schon was hingestellt oder noch nicht? Nein, das ist immer noch der Bahnhof für sich. Und sonst steht da noch nichts. Aber schön mit den Zügen, gefällt mir eigentlich relativ gut. Ist ja halt so eine richtig schöne Industriegegend. Ah, guck mal an, der stößt auch. Das kennen wir doch von Transportfieber. Oder er schiebt, das ist ja egal. In der Schweiz sagt man halt eher, man stößt. Aber stoßen, schieben, es ist eh das Gleiche. So, Wässerchenkontrolle. Na, okay, hier hätten wir auch. Ja, da reicht's noch nicht. Aber man sieht, wir haben hier einen permanenten Fluss an Wasser. Und hier in die Richtung funktioniert's gut. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, ob wir im Prinzip den See noch ein bisschen ausbauen, beziehungsweise hier den Kanal runterziehen. Oder hier rein, dass hier auch noch ein bisschen Wasser reinfließt. Das müssten wir eigentlich fast. Geht das? Werden wir gleich wissen. Da müsste ich aber noch das richtige Ding erwischen. Wo war es denn hier? Hier. So, dass wir hier irgendwie rausgehen und da rein. Moment, mal schauen. Reicht das schon? Nee, das ist zu wenig weit unten. Wir müssen hier irgendwie noch hier reinkommen. Was wir nicht schaffen, wie man sieht. Da kann ich aber auch nichts anderes nehmen. Was haben wir denn hier? Gefälle zu steil. Okay. Das geht auch nicht, dass wir hier vielleicht noch rausgehen. Nein, auch Gefälle zu steil. Das bringt so natürlich nichts. Da müssten wir... Können wir eigentlich gar nichts machen. Das müssten wir glatt nochmal wegnehmen. Müssen wir anders bauen. Okay. Wie am besten? Jetzt sieht man, jetzt fließt es aber ein bisschen. Haben wir da den richtigen, den nötigen Schwung verliehen, dass das funktioniert? Schön wär's. Kurve. Hier rein. Das wäre unser Ansinnen, aber das geht nicht. Das ist alles viel zu steil, man sieht's. Bis hierhin kommen wir, dann sind wir viel zu hoch. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Wir können es anders machen. Wenn wir hier rausgehen, wenn das überhaupt funktioniert. Ich würde den Kanal im Prinzip dann fast neu bauen. Also, dass wir hier im Prinzip eine Kurve machen und hier reingehen. Dann können wir das hier abreißen. Dann würden wir im Prinzip vom See aus in die andere Richtung düsen. Aber ihr seht schon, das ist hier in diesem hügeligen Gebiet gar nicht mal so einfach. Hier ging's. Schade, dass das hier nicht wirklich gehen möchte. Und zwar gleich mal gar nirgends. Oh, jetzt fährt's schon wieder. Ja, irgendwie die Tastatur. Ich fürchte, die wird nicht mehr allzu alt hier. Denn wenn die Tasten hängen bleiben, das ist nicht wirklich ideal. Vor allem nicht, wenn man spielen will. Mal page down. Das geht nicht beim Kanal. Ja, es geht nicht. Da kommen wir nicht rein. Beziehungsweise hier nicht raus. Was macht ihr hier unten? Auch nichts Schlaues. Wieder Streik im Prinzip. Wie kriegen wir das Wasser hier hin? Wir müssen irgendwie, ja, halt irgendwie da rauskommen. Das ist das, was ich jetzt schon seit 10 Minuten sage. Und nicht wirklich hinkriege. Wenn wir hier mal irgendwie so ein anderes Teil nehmen. Vielleicht reagiert das anders. Man weiß es ja nie. Nee, geht auch nicht. Okay, wenn wir von hier unten kommen,
Das würde funktionieren. Oh, aber schau mal, das klappt eigentlich tatsächlich. Können wir das nicht auch in Tiefe haben? Bis hierhin kommen wir. Wow, jetzt geht's plötzlich. Zack, gebaut. Und? Okay, ist viel zu hoch. Arg. War aber ein Versuch wert. Jetzt wird es hier schon wieder dunkel. Ich bräuchte ein bisschen Licht, damit ich sehe, was ich hier zusammenbastel. Ja. Käse, das geht so nicht. Wir können hier auch nicht den See noch ein bisschen tiefer legen. Dann haben wir das Wasser hier oben. Dann fließt das hier natürlich auch rüber. Das geht so nicht. Das müsste weiter runter. Und das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Nicht so, wie ich möchte. Weil wir hier nicht weiterkommen. Ja. Ah, Moment, da ist es aber. Oh. Arg, da war es doch ganz kurz blau. Mach das doch einfach, liebes Spiel. Du würdest mir einen großen Gefallen tun. Also irgendwie. Oh, seht ihr das? Es ist da blau, aber wenn ich drücke. Also jetzt ist es blau. Wenn ich jetzt drücke. Ne, geht nicht. Dann kommt irgendwas von wegen ungültige Form. Ja, und jetzt? Blau-rot, blau-rot, blau-rot. Ah, Entfernung zu gering. Okay, Moment. Kappen wir nochmal. So, das muss doch möglich sein. Jetzt geht's natürlich wieder nicht mehr. Heul. wenn ich drücke, geht's nicht. Das ist doch fies. Warum wirst du dann blau, wenn ich dann eh nicht bauen kann? Das ist so eine Sauerei, sowas. Aber nein, geht nicht und in die Richtung. Ah, irgendwie das möchte nicht funktionieren. Ja, da sind wir vorher schon gewesen. Das bringt uns gar nichts. Wir müssen tatsächlich irgendwie hier runterkommen. Es ist ein Elend. Das würde gehen. Bringt das in irgendeiner Form irgendetwas? Nein, nicht wirklich. Wenn wir hier reingehen, das bringt uns auch nichts. Das bringt uns alles irgendwie nichts. Da kann ich jetzt noch 10 Minuten dran rumschrauben. Wir bauen das mal. So, und jetzt hier runter. Ist ja egal, wo wir im Prinzip lang gehen. Wir müssen einfach hier reinkommen. Und dann geht's wieder nicht. Arg! Warum wirst du blau, wenn du nicht funktionierst? Das ist ja schon. Ne, geht auch nicht. Den Wasserstand vielleicht doch noch ein bisschen erhöhen. Oh, jetzt kommen wir der Sache näher. Okay, jetzt bräuchten wir noch ein bisschen Wasser. Oder hier einen Durchbruch. Das können wir vielleicht sogar machen, indem wir hier noch ein bisschen graben. Ja. Nee, das ist natürlich irgendwie eine Betonwand. Das geht nicht. Da müssen wir hier nochmal gucken, dass wir nochmal ein bisschen Wasser reinkriegen. Und dann wird mir der See wahrscheinlich zu hoch. Fürchte ich. Hm, aber wir wagen's. Hilft ja nicht. Oh, Moment, da kommt das Wasser. Guck mal. Huiuiui. Wie das? Ich habe gar nichts gemacht. Na, aber umso besser. Okay, wenn das nämlich hier reinfließt, dann würde das da unten definitiv in die Stadt runtergehen. Dann könnten wir diesen Bereich hier, je nachdem, natürlich auch kappen. Ja, jetzt geht's wieder nicht mehr. Irgendwie hat das geschwappt. Und weil es geschwappt hat, ja, ist ein bisschen Wasser reingekommen. Okay. Nochmal. So, mit der Höhe, Moment, so. Und gucken. War wahrscheinlich zu viel. Aber jetzt wollte ich eher zu viel haben, damit wir da auch wirklich zu Wasser kommen. Und jetzt kann man natürlich sagen, warum so ein Theater, nur um das Wasser da runter zu kriegen? Ja, weil wir eben den Kanal über die ganze Map ziehen wollen. Und dann, ja, der Kanal macht schon mehr Sinn, wenn Wasser drin ist, wie wenn da eben keins drin ist. Jetzt könnten wir hier eigentlich wieder ein bisschen raufgehen mit dem Gelände. Moment, Pinselgröße ein bisschen kleiner. So, damit wir hier ein bisschen mehr Verdrängung haben im Prinzip. Ja, da kommt das Wasser eh schon. Ja, da geht das Wasser wieder. Okay. Das Wasser macht, was es will. Das hat irgendwie auch nichts gebracht. War das doch wieder irgendwie zu wenig mutig, so wie es aussieht? Hätte ich da noch mehr nehmen müssen? Die Folge dauert schon ein bisschen. Ich weiß, aber ich möchte das jetzt hier gelöst haben. Wir machen mal so viel. Okay. Am Schluss ist die ganze Map überflutet. Ich sehe es kaum. Naja, was soll's. Hilft ja nichts.
Wenn wir das so haben wollen. Also das klappt jetzt schon mal definitiv. Sehr gut. Und hier ist es eigentlich soweit auch in Ordnung. Ne, eine Riesenüberschwemmung gibt es nicht. Hier kommt das Wasser. Die Frage ist, ob das reicht. Aber ja, liebe Leute, ich weiß halt trotzdem nicht, wie das funktioniert, dass auf der vorigen Map oder in der vorigen Map da eine Quelle entstand. Und hier entsteht einfach immer nur Wasser, aber nicht eine Quelle. Also das hält nicht an. Wenn das Wasser mal weg ist, ist es weg. Das ist natürlich ein bisschen doof. Falls das jemand weiß, bitte in die Kommentare schreiben, wie kriegt man hier eine Quelle hin. Immerhin haben wir jetzt einen schönen, großen, riesigen Bergsee. Das ist doch auch was. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.